ist das erste deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. Vielen Dank. Sehr kalt. Dankeschön, meine Damen und Herren, sehr freundlich. Es ist jetzt muss man doch sagen, also ich glaube, jetzt ist der Sommer vorbei. Ich bin sehr froh, dass mir das erste deutsche Fernsehen einen Kamin spendiert hat in der Show. Ich werde Ihnen nachher zeigen, das macht wirklich mollig warm, wie hier im Rheinland sagen, ja, mollig warm. Und ich muss sagen, Donnerwetter, es ist kalt geworden, man heizt und die Memoiren von Schröder auf Platz 1 der Bestsellerliste, tolle Zeiten für Gazprom. Übrigens habe ich jetzt gehört, Angela Merkel schreibt seit dem Wochenende auch an ihren Memoiren. Denn die politisch Interessierten werden wissen, ein Jahr große Koalition in Berlin oder wie die Fachleute sagen, Halbzeit. Hier in Köln-Mühlheim ist es wirklich so kalt, ja, die Ratten. Wir sind Freunde zu Hause, meine Damen und Herren, Sie und ich. Und die Damen und Herren hier im Studio haben jetzt geklatscht, weil ich Ihnen vor Beginn der Sendung gesagt habe, wenn der Begriff Ratten fällt, steuern wir thematisch einem ersten Höhepunkt zu. Ja? Hier in Mühlheim ist es so kalt, die Ratten üben schon für Dancing on Ice. Ja, es ist wirklich so kalt. Ich habe gehört, Jan Ulrich lagert seine Blutbeutel im Freien. Dann, ganz wichtig, eine Klimastudie unserer britischen Freunde. Dramatischer Klimawandel bedroht die Weltwirtschaft. Das heißt, die Erderwärmung wird immer stärker. Und das heißt, man kann den Titel bald wörtlich nehmen. Deutschland, ein Sommermärchen. Das ganze Jahr über. Jürgen Klinsmann, haben Sie gehört, ist als Nationaltrainer für die USA im Gespräch. Ich glaube, es könnte daran scheitern, das hieß ja, wenn er Trainer der USA ist, dann muss er nach Deutschland ziehen. Die Ratten, meine Damen und Herren, haben Pause, denn jetzt sind wir dran. Nathalie Likar, die ARD Showband. Mein Gast heute Abend ist, ich scheue nicht davor, neue Übersprungsgeste, das hier, verglichen mit den Manschettenknöpfen, ein bisschen variabel, die Manschettenknöpfe sind durch, neue Übersprungshandlung, das hier. Die First Lady, meine Damen und Herren, der Comedy im besten Sinne in Deutschland heute Abend bei uns zu Gast, Cordula Stratmann, was will man mehr? Was will man mehr? Ich lege schon mal einen Scheit auf, mein neuer ARD-Kuschelkamin. Das macht wirklich so dermaßen warm. Ah. Auch atmosphärisch schön, ne? Ja, können wir nachher noch was auflegen. Und wem es zu kalt ist, neu im ARD-Merchandising-Angebot. Ohrenwärmermodell Christine Neubauer. Genau. Ja. Wenn es richtig kalt wird. Cordula Stratmann, meine Damen und Herren, vom Erfolgsformat Schillerstraße bei unseren lieben Freunden von Sat.1. Und als wir das gesehen haben, wie die Erfinderin von Schillerstraße, die Produzentin, die Top-Produzentin, im Grunde den Schauspielern Anweisungen gibt, die dann improvisatorisch sofort umsetzen, haben wir gedacht, wäre das eine Möglichkeit, dass wir auch bei Lieblingssendungen von uns im ersten deutschen Fernsehen eingreifen. Und Sie wissen es, meine Lieblingssendung ist das Morgenmagazin von ARD und ZDF
Fachausdruck MoMA. Und es ist neu im Angebot. Das Morgenmagazin ist deshalb so lustig, weil wir jetzt mitarbeiten und seien Sie Zeuge der lustigsten Ausschnitte der letzten Woche aus der MoMA-Straße. Mensch, ihr seht also verdammt noch mal gut aus. Ich muss auch sagen, das dürft ihr nicht sagen. Anne, 4:09. Ja. Ja. Super Zeit. Sven Alexander Lorik mit einer neuen Bestzeit. Sehr gut. Müssen ja sagen, dass Peter eigentlich mich hätte moralisch Peter. Und psychisch unterstützen sollen. Peter, wo warst du auf Mallorca? Anne und Sven sind Götter. Du bist ein Wurm. Schmeiß dich in den Dreck vor den beiden, Peter. Ich hätte mich auch gefreut, wenn du die letzten 12 Kilometer mit mir gelaufen wärst. Einfach an meiner Seite. Ich weiß, was ihr wollt. Ihr kriegt es. Das war so einfach, oder? Okay, ihr kriegt es. Ihr kriegt es. So hoch. Jetzt ist es mir leider so unangenehm. Sie brauchen nicht das Gefühl, damit, dass Ihr Fernseher kaputt ja, ist. Wir senden heute Premiere zum ersten Mal in 16:9. Also Flöger nicht rumsitzen, aufstehen und erklären, wie doof 16:9 ist. Ja, das Bild ist, das ist ja sowieso komisch eigentlich, nicht? Ein Fernseher ist ja so aufgebaut, ihr wisst, eigentlich quer. Und wir Menschen, ich stelle mich mal hin, wir sind ja längs aufgebaut. Verrückt. Eigentlich ist es falsch. Eigentlich müsste der Fernseher so stehen, damit Menschen. Wir könnten ja im Liegen moderieren, ne? Da hätten wir das Problem gelöst. Nicht, dass Klinsmann 2010 noch Weltmeister wird mit den Zockerboys. Das wäre natürlich das wär Hamburg. Ganz oh mein Gott. Kino. Hamburg. In meinem Ohr schreit es ganz laut Hamburg. Jan Hofer ist nämlich da mit dem Nachrichten. Ja. Da hast du gesehen, woher Klinsmann wohnt. Ja. Sven, ja, du auch Sven. Nationaltrainer bleiben, oder? Du weißt doch, Anne hat Krampfadern. Bitte stütze sie ein bisschen. Mehr gibt's also ich nicht finde, dazu wenn zu das sagen. Immer so ist, ja, dann macht es ja keinen Spaß mehr. Dann legst auch du die Beine hoch. Ja. Mit mir. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die MoMA-Straße. Ja, absolut. Das kommt jetzt heute. Es ist wirklich jetzt so kalt draußen, da sagen viele Prominente, ich glaube, ich hole mir ein Kind aus Afrika. Ja? Das muss ich wirklich sagen, ist ein schöner Trend, der leider in den Medien auch schon wieder madig gemacht wird. Ja, unsere Madonna und Pitt Brett halt und ja. Bitte? Ist halt Kinderlieb. Kinderlieb, natürlich. Und wenn Sie ein Kind als Prominenter aus Afrika holen, was Sie auch dazu brauchen, ist diese Mütze hier. Wenn Sie mit dem Kind am Flughafen ankommen, sollten Sie im Grunde diese Mütze aufhaben, damit man weiß, Sie sind Star privat, der jetzt im Adoptivbusiness unterwegs ist. Und ich habe Folgendes festgestellt, um das Kind zu schützen vor den gierigen deutsche Stars zum Beispiel schützen ihre Kinder, indem sie sich einmauern. Mit den Kindern. Das habe ich jetzt es? Gehört. Ja, und Überwachungstürme und Videoanlagen. Ach, und komm. Ja, und wahnsinnig. Und keiner darf sprechen mit der Familie. So ein absoluter Wahnsinn. Internationale Stars gehen lockerer damit um. Das heißt, sie kommen mit dem Kind, haben diese Coolness-Mütze. Ja? Vorne geht Angelina Olli. Wie heißt sie? Angelina Jolie. Ja? Und um das Kind zu schützen, Decke drüber. So. Dann kann keiner. Und ich sage dir, der allerneueste Trend ist das Kind darf jeder sehen, aber nicht, wer es adoptiert hat. Ja? Man wird immer mehr Prominente sehen, die so über die Flughäfen rennen. Um sich vor der Presse zu schützen. Das wird sowieso, ich glaube, ab 6. November darf man so gut wie gar nichts mehr reinnehmen ins Handgepäck, oder? Man ja, muss irgendwie diese Shampoo und Flüssigkeitsverordnung. Extra in durchsichtigen Päckchen und so weiter, muss jederzeit an der Kontrolle vorzeigbar sein und so. Das hier geht auch nicht mehr ins Handgepäck, ist aber neu, finde ich ganz gut, der Kuschelstahlhelm. Ja. Ja. Jetzt über Weihnachten süß mit dem kleinen Bommel oben drauf, kommt eigentlich nicht schlecht an. Und das hier gefällt mir am allerbesten. Sie würden jetzt sagen, ist eine Fellmütze, hat doch Fritz Pleitgen früher aufgehabt, wenn er für uns vom Kreml. Falsch, das ist die Günther Verheugen in Lettland-Mütze. Ja? So, Sie gehen also, sagen wir mal, mit engen Mitarbeiterinnen Händchen halten. Ja, klar. So, Lettland, da kennt uns keiner. Auf einmal, klick, Lesereporter, schnell runter und Sie sind sicher. Ich gehe immer kurz, bevor ich schlafen gehe, so wenn die Tagesthemen, kurz vorm Ende der Tagesthemen gehe ich schlafen. Ehrlich? Dann kommt eigentlich nichts mehr, da. Nee. Nur noch irgendwie short. Dann gebe ich auf Anraten meines Kaminberaters ein Stück Holz eingewickelt in Papier drauf. Weißt du, warum man das machen muss? Brikett. Besser als Brikett und das ist dann dadurch irgendwie, bleibt der Ofen die ganze Nacht an. Wirklich? Und am Morgen musst du nur noch einen Scheit reintun, wunderbar.
Ich kenne ein Ehepaar in meiner alten Heimat Nürtingen. Die haben zusammen mit ihrer Schwiegermutter Briketts im Keller in Zeitungspapier eingewickelt. 500 Stück. Und zwar auf der einen Seite hochgeklappt und auf der anderen Seite ein Schwänzchen. Aha. Ja? Und zwar damit, wenn der Mann abends sagte, Schatz, es ist kalt, ich hole uns noch Briketts aus dem Keller, er nur an dem Schwänzchen ziehen musste und ein Brikett in der Hand hatte. Nach Brikett 217 hat er festgestellt, dass die Schwiegermutter an beiden Seiten Klappe hochmacht. Ach du Scheiße. Riesenkrach. Ja. Hölle! Zog alle Briketts wieder raus, alle wieder aufgewickelt und dann sein System, eine Seite hochgeklappt, andere Seite Schwänzchen einsortiert. 4 Wochen nichts gesprochen. Ja, aber es ist doch auch ein Schock, wenn du feststellst, dass die Schwiegermutter beide Seiten hochklappt, wo du vorher gesagt hast, wir machen eine Seite Schwänzchen, andere Seite ein Brikett, oder? So, aber was rege ich mich auf, meine Damen und Herren? Es gibt positive Meldungen. Und zwar, es gibt Neues von unserem Startup-Unternehmen, es gibt Neues von Schmuggel. Hier sind die Schmuggel-News. Das ist die Titelmelodie der Mindtime-Show, der ersten Erwerbung von Schmuggel. Sie wissen, der Irre kauft alles. Wir kaufen junge Startup-Unternehmen, 100 Euro, wenn es passt. Rob Vegas, wie nicht anders zu erwarten, schreibt jetzt schon dauernd auf seiner Homepage, er will eingeladen werden. Rob Vegas, wenn wir dich einladen hier in die Show, ist das Ende deiner Karriere. Verstehst du? Du lebst davon, dass man dich auf deiner Homepage sieht, dass das in dieser Welt des Zukunftsmediums Internet stattfindet. Das sagen wir doch jedes Mal. Das Fernsehen dauert noch genau 61 Tage. In 61 Tagen ist das Fernsehen zu Ende. Dann ist Feierabend. Noch früher sind die Tageszeitungen. Übrigens, da sehen Sie sehr schön, wie wichtig gutes Licht ist im Showgeschäft. Schauen Sie, wenn ich es so habe, wirkt es irgendwie ein bisschen alt. Wenn ich es leicht kippe, kriegt das nochmal einen anderen Glanz vorne drauf und Sie sagen, wow, das ist Showbusiness. Ich würde mich nicht wundern, wenn man mir das hier bei der Art Cologne aus den Händen reißt, wenn ich nachher das Studio verlasse. Die Art Cologne, eigentlich die wichtigste Kunstmesse der Welt, hat eröffnet. Und das ist das Tolle, habe ich gerade noch in der Tagesschau gesehen. Das ist das wichtigste Ausstellungsobjekt dieses Jahr auf der Art Cologne. Pferde mit Hafer in einem Raum. Menschen sind begeistert. Für mich ist die Frage, wenn ich das kaufe, wo hänge ich es auf bei mir zu Hause? Das siehst du, die Kölner Themen interessieren. Du sagst immer, Köln interessiert doch keinen. Ich sag dir, wir müssen mehr aus Köln berichten. Ich sag ihm mal zu Hause, schreiben Sie mir mal eine Mail. Wir haben hier in Köln ein Parkhaus am Dom. Ja. Da kommen Menschen teilweise am Wochenende, ich will nicht sagen aber sie kommen zumindest 3 Stunden lang nicht mehr raus. Weil die Stadt Schilder aufgestellt hat in einem System, was nicht nachvollziehbar ist. Jetzt gibt's einen Parkhausgipfel. Ich selber stand auch schon drin. 2 Stunden in diesem Parkhaus, natürlich Motor laufen, es war kalt. Ja. Sehe die ersten mit dem Wort Kohlenmonoxid nach vorne fahren und stelle dann das Auto wieder ab und gehe raus und lasse es übers Wochenende drin stehen. Ja, 70 Euro oder so Parkgebühr. Wenn Sie das interessiert, die Kölner Domparkhausproblematik. Ich glaube, es könnte es auch in einer Stadt in Ihrer Nähe geben. Einfach ein Parkhaus, mein Lieblingsparkhaus, muss ich wirklich sagen, übersichtlich gut anzufahren. Aber die Stadt hat Schilder aufgestellt. Sie kommen super rein, aber sie kommen nie mehr raus. Und das heißt, so die Ampelphase ist so, grün, blum. Dann haben sie vor sich jemand irgendwie aus dem Niederrhein, der eingekauft hat, hinten alles voll mit Einkaufstüten. So, sie kommen nicht mehr raus, aber sie kriegen auch keine Luft, hat auch einen Vorteil. So. Da könnten wir wirklich, ich könnte mal für Sie in das Parkhaus reinfahren und versuchen rauszukommen, an einem Wochenende. Ja? Du blödes Arschloch, was machst du denn hier, dafür kriegst du auch noch Kohle. Und das sage ich mal ganz ehrlich, meine Damen und Herren, egal was passiert, egal, die Zeitungen sind ja noch vorher pleite, vor dem Fernsehen. Natürlich. Egal was passiert, mein Versprechen vom Wochenende, was ich Ihnen auf den Titelseiten unserer Tageszeitungen gegeben habe, bleibt bestehen, zeige es bitte. Auch in Zukunft, egal welches Medium, mehr Leistung für dasselbe Geld. Das habe ich Ihnen zugesagt und das bleibt auch so. Sie können sich auf mich verlassen. Noch 61 Tage bis zum Ende des Fernsehens. Ist das toll. Mein Gott, das war die Zeit, wo das Fernsehen noch lustig war, wo noch gearbeitet wurde. Vom unvergessenen Peter Frankfeld, wenn einer Frau dem Mann rein Wein einschenkt, ist es bestimmt eine Spätlese. Rob Vegas. Es hat also keinen Wert, wenn wir dich einladen. Verstehst du, das lebt von dieser, dass du im
Medium Internet stattfindest. Und wir haben einen weiteren Neuzukauf und das ist der Netshow-Host, meine Damen und Herren. Ein Kollege aus Hannover, wo ich sage, ja, gibt es denn, dass junge Menschen derart perfekt sind schon in jungen Jahren? Das Entscheidende, diese dürren Witze immer anfangs, ist einfach, dass sie große Gesten haben. Ja? Dass sie, wenn eine Sache schön gelaufen ist, die Hände so reiben und dass sie auch, wenn es mal nicht so läuft, es selber anlachen, ja, um dem Publikum zu zeigen, war doch ganz okay, oder? Die Neuerwerbung von Schmugel, der Netshow-Host. Herzlich willkommen zur Netshow. Ihrem Late-Night-Gipfel im WWW. Die CSU, die Stiefschwesterpartei der CDU, hat ihren Parteitag in der Augsburg abgehalten in diesem Jahr. Und der Parteivorsitzende hat sich sehr engagiert gezeigt. Edmund Stoiber bestellte seinen Freunden in Berlin schöne Grüße und sagte, sie machen einen guten Job in schwierigen Zeiten. In derselben Rede bestellt Edmund Stoiber auch eine Packung Correga-Tabs für seine Dritten und sagte, sie machen einen guten Job in schwierigen Zeiten. Die Politik hat mal wieder ein Thema für sich entdeckt, das sie ja schon des Öfteren besprochen hätten, und zwar Abschaum. Was? Achso, nee, Unterschichten. €100 und das Imperium wächst. Das waren für heute die Schmuggel-News. Ich bin sehr gespannt, ob Interesse in Deutschland besteht an Fakten über unser geliebtes Domparkhaus. Mit Sicherheit. Wirklich wahr? Und zwar diese Dame, die dann dort im Kassenhäuschen sitzt, die kriegt das ab und die kann gar nichts dafür. Mhm. Das Domparkhaus trifft keine Schuld. Die Stadt ist aufgefordert. Die Schilder, sie müssen, glaube ich, nur drehen, wenn ich richtig verstanden habe. Nur drehen, die Einbahnstraße in den Rhein rein, statt aus der Brücke raus. Ja, müsste ich sagen. Was ich so großartig finde, meine Damen und Herren, nicht nur haben wir heute das beste Publikum in diesem Jahr, sage ich ganz offen. Ich würde auch sagen, wenn es anders wäre. Ja, ja, ja. Vorher im Warm-up hatte ich das Gefühl, sind vielleicht ein bisschen scheiße. Nein. Überhaupt nicht. Ja. Tolles Publikum. Und warum? Weil die Mischung stimmt. Tolle Frauen, tolle Männer und Prominente. Weltstars, die woanders sein können, sitzen heute bei uns. Ich habe vorhin gesehen, Fede Toller, also herzlich willkommen, Sean Connery. Tolle Sache, wirklich wahr. Herzlich willkommen. Wo haben wir ihn? Da ist er. Sean Connery, herzlich willkommen. Wo haben wir hier? Ich finde toll, sie hat sich erholt von ihrem Eisschock. Heide Simon ist heute Abend bei uns. Ja. Und das finde ich den Hammer. Er ist der neue Superstar eines der erfolgreichsten Senders Europas. Und trotzdem sitzt er heute Abend hier bei uns, als hätte er nicht mit der Vorbereitung der Wetten schon genug zu tun. Herzlich willkommen, Thomas Gottschalk! So. Tommy. Wir machen kurz Werbung und dann Cordula Stratmann. Schon was Quizzical, das war mein Hit, Paul McCartney. John Lennon, Paul McCartney. Paul McCartney, was hat Sir Paul für einen Ärger jetzt? Furchtbar. Zu naiv. His wife left him. But I think with the right one. Yeah. She left. Left or right, don't know. Aber wäre das nicht ein Typ für dich, Nathalie, Paul McCartney? So vom Von was? Von der ganzen Ausstrahlung her, meine ich. Ja, aber das geht nicht mit... Ich habe eine Theorie. Ja? Die Promi, die wirklich Promi, sind nicht so gut im Bett und so. Was? Ja, ja. Deswegen nennt man mich ja auch der Laie. Warst du denn mit so viel in der Kiste hier? Ich habe gesagt, es ist eine Theorie, keine so. Feststellung. Ja. Weiß nicht, hast du die Erfahrung auch gemacht? Nein. Nee, weil du... Mit prominenten Frauen oder das... Ja. Ja,
Tiere hat man nicht so viele. Hallo Robby. Unser Charlie. Die Samstagsabends, ja. Ja. Also du glaubst die Briten, ja wahrscheinlich nicht. Der richtige Promi ist wahrscheinlich, muss sich keine Mühe mehr geben oder so. Ja. Keine Ahnung. Außerdem, er hat ein bisschen seine ehemalige Frau geschlagen. So, er ist für mich jetzt außer Frage. Wer, Paul McCartney, ist seine ehemalige Frau geschlagen? Sie hat gesagt, er hat... Das behauptet sie. Ja. Ich habe gelesen, Stella McCartney, die Tochter, sagt, die Schlampe bringe ich um. Ehrlich? Ja. Ich dachte erst, wie spricht sie über den Vater, aber sie meint natürlich die Ex. Ja. Also, toi, 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 Sir Paul. Und, naja, gut, man weiß nicht. Vicky Leandros geht's wieder besser. Ja. Ist jetzt Kultusministerin in Piräus. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt wirklich eine Frau, von der man nur träumen kann als Gast. Wunderbar erfolgreich beim Fernsehpreis abgeräumt. Heute Abend bei uns sogar. Herzlich willkommen, Cordula Stratmann! Dieser Beifall ist nicht selbstverständlich. Den hatte zuletzt, ich bin mir nicht sicher, Olli Jahre Dittrich her. Oder Bio. Oder Bio. Oh, Bio. Wieso? Dankeschön. Kennt ihr euch? Hast du schon bei ihm gekocht? Nein. Du hast nie bei ihm gekocht? Nein, ich kenne Herrn Bioleck nicht. Ach. Ich konnte noch nie meine selbst ausgedachten Rezepte bei ihm in die Pfanne brutzeln. Er wollte es nicht haben. Wirklich? Ich bin auch schlecht in Soßen. Vielleicht hat sich das bis zu ihm rumgesprochen. Ist doch egal. Also die meisten können ja nicht so. Also so. Da wird sich was zusammengekocht. Aber nein, er wollte mich bis jetzt nicht bei sich kochen. Darf ich dir ein Kompliment machen? Ich finde, du sahst sofort toll aus auf dem, beim Deutschen Fernsehpreis. Du hattest ein tolles Kleid an. Oh, genau. Ja, ja. Asiatisch, japanisch, was war das? Ach, das war Marion Muck aus Köln. Bums. Ja, eine Kölner Designerin. Die ist richtig super, die macht noch alles selber. Aha. Die hat ein paar fleißige Bienchen, die mit ihr zusammen, sie entwickelt das und kauft die Stoffe ein. Und dann nähen die sich da einen Wolf. Und ich kam bei ihr rein und habe das Kleid da als Modell hängen sehen. Habe gesagt, Marion, wir brauchen nicht reden, das ist mein Kleid. Ja. Ja. Und es war sehr elegant, es war sehr schick und es war, wie man so sagt, unique. Ja? Also es war, viele Frauen hatten ja so ähnliche Roben oder so. Und ich mich da, viele bemühen sich. Hast du es gekauft oder nur von der Arm geliehen? Ich habe es mir dann... Ehrlich, du hast es krachen lassen. Ich habe es. Ja, aber gut, du bist ja auch. Sie hat mir einen guten Preis gemacht. Einen guten Preis gemacht. Ja. Und ich habe es mit Stolz getragen, aber... nicht mit so viel Erfolg. Bei einer Zeitung bin ich, es gibt, folgende Geschichte, es gibt eine Zeitung, mit der ich nicht viel Kontakt pflege, weil ich mich aus den Geschichten gerne raushalte. Welche ist das? Nun, eine mit viele Bilder, viel Text, nicht die ganz böse, nein, die nicht, eine andere. Kommt immer donnerstags raus. So. Ein People-Magazin. Mit noch einer anderen. Also gibt zwei, die immer donnerstags rauskommen. Ja, Skalam und Bunte. So, mit einer von den beiden habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nie gesprochen. Mag sein, dass sie vielleicht etwas gekränkt sind. So ist es jetzt in meiner Vorstellung. Weil letztes Jahr hatte ich auch ein sehr geiles Kleid an von Marion Muck. Auch wieder. Ja. Reingekommen, Kleid gesehen. Man sollte vielleicht sagen, damit ich nicht im Verdacht stehe, natürlich kriege auch ich meine Kleider von Marion Muck. ansonsten muss ich wirklich sagen, es gibt doch auch hier, Sabine Quack und ich kaufe hier in Köln überwiegend bei Claudia Carpendale, muss ich wirklich sagen. Also, ja, genau, hier in Köln nicht, damit ich da nicht kann vor, man auch zu Frau Carpendale gehen. So, das also, sind sie dann aber auch, ne? Die zwei. Im Grunde mehr ist nicht. Ansonsten gehe ich dann Karstadt, jetzt Quelle. Jetzt hör mir zu. So. Ich war C und A. P und C.
Und H&M. Jetzt, richtig. Noch nee, andere. Das war's. So. Siehst du, ich bin nicht schnell genug. Jedenfalls, vor einem Jahr... Hattest du ein schickes Kleid an? ...war auch, da ist ja dann immer nach den Preisverleihungen, ist ja immer in den Zeitungen großes, ne, Society heißt dann die Rubrik. Sie und dann ist, gibt's kann wieder lachen, seitenweise, zum ersten Mal ohne den Ex. Ist sie magersüchtig, Fragezeichen. Hat sie von der Abtreibung glänzend erholt. Ja, und so, ja, ja, und genau. Und dann war ich letztes Jahr schon abgebildet mit dem Kleid von Marion. Ja. Und da wurde ich sehr abgestraft. Ich habe eine 4+ bekommen. Ich war auch die Einzige mit einer 4+. Es ging bis 4+. Ich hatte eine 4+ für dieses Kleid. Es war ein Traum von einem Kleid. Und sie hatten mit Pfeil auf die Falten. Hier Falten, dann die Länge war scheiße, der Schnitt total daneben. Also alles ganz schlimm. Ich hatte ein ganz schlimmes Kleid an, laut dieser Zeitung. Ja. So, fand ich sehr lustig, weil ich war abgebildet neben allen anderen und so weiter. Gut. Und dieses Jahr, ich bin beim Friseur, ich blätter da durch, sehe ich, jetzt kommt die Fernsehpreisverleihung. Doppelseite, dort, die schönsten Kleider, die gewagtesten Kleider, die schönsten Rücken und so weiter, immer mit ein paar Damen abgebildet. Ich komme zu der Rubrik Die Fehltritte. Wer ist dabei? Und zwar, zwei Fehltritte gab es. Der eine war ich. Nein, ich muss andersrum an. Der eine war Jeanette Biedermann. Stell dir das mal vor. Und ich bin neben Jeanette Biedermann der zweite Fehltritt. Geil, oder? Aber Jeanette Biedermann habe ich gar nicht vor Augen. Was hatte die denn an? Die sah aus wie aus einer ganz anderen Branche, sag ich jetzt mal so. Wirklich? Als aus der Musikbranche halt. Ja, ja. Ja, aber also das kann ich nicht verstehen. Halt, meine Damen und Herren, Mensch, es ist aber doch soll alles ich da mal für dich, also das verstehe ich nicht. Wollte diese Zeitung mal mit dir eine schöne Geschichte machen? Das irgendwie ich habe keine Ahnung, das ist ja hallo, nicht. Hallo, Mensch, hier ist der Paul und lass uns mal reden oder so. Hat man da versucht, an dich ranzukommen? Paul du warst hat bei mir nie angerufen. Nie? Sonst hätte ich ja, doch gesagt, Paul, nicht. Natürlich reden wir zwei. Das glaube ich nicht, weil die sind ja eigentlich, gut, man wird da auch natürlich manchmal gestraft, wenn man sich daneben benommen hat, aber das hast du ja nicht. Ich habe ja nichts gemacht, ich habe wirklich nichts gemacht, ich habe noch nicht mal mit dir gesprochen, ich habe ja nichts gemacht. Ich habe nur letztes Jahr ein schönes Kleid angehabt und dieses Jahr auch ein schönes Kleid. Und es hat, sind die schon sauer? Weißt du was, es hat unglaublich elegant gewirkt und du schwebtest so wie so eine Elfe, so, es machte so, ja, ich dachte federleicht. So, es wirkte, und ich meine, mädchenhaft. Und dabei bist du eine junge Mutter. Und ich meine, du weißt doch, wie die meisten aussehen nach dem ersten Kind. Poh. Nein, ich meine jetzt mal sie ehrlich. Lassen sich gehen, Harald. Man wird zur Schlampe nach dem ersten Kind. Hast du das auch festgestellt? Ich laufe oft bekotzt durch die Gegend. Aber ich achte dabei darauf, dass schöne Sachen bekotzt sind. Ja. Also nicht einfach so ein weinrotes Sweatshirt mit Lemon of the Fruit oder Fruit of the Lemon oder wie hieß das denn immer? Diese Sweatshirts, diese sackähnlichen. Fruit of the Loom. Fruit of the Loom. Und natürlich gibt es Hanes und Armani. Ach, und gibt man es muss ja auch, der. Ganz genau. Ich habe festgestellt, also gegen das Kotzen hilft es, wenn man dem Kind ab und zu mal die Decke vom Kopf den nimmt. Den Mund zuhält. Ja. Ich halte ihm jetzt immer den Mund zu und ja, dann spratzt es durch die Finger. Das kriegt aber durch die Enge hier, kriegt das, weißt du, durch den Schwung, ja, ist ja das dann kleidungsfern. Das klingt, kommt nicht. Es klingt für mich nach 4x2 Meter Art Cologne. Wirklich. So durch die engen Finger spratzend an die Wand. Ja. Neben ja den Pferden. Ja, ja. Also ich hoffe sehr, dass das irgendwie nicht zum Ritus wird, dass man dich da straft oder in die Pfanne haut für deine Kleider. Ich saß unter dem. Ich sag dir, es gibt. Das sieht gut aus, das steht dir sehr gut. Es gibt Klamotten. Ja. Da ist man verunsicherbar, wenn dann einer sagt, naja, dann denkt man sich, oh Scheiße. Es gibt Sachen, da ist es einem vollkommen wurscht. Hm. Und in diesen. Also in dem Kleid hätte sich ganz Deutschland zusammentun können und mir sagen, Stratmann, das geht gar nicht. Und ich hätte gesagt, natürlich geht das. Verstehst du? Ja, ja, ich verstehe es. Und es sah wirklich toll aus. Ja. Ich glaube, es wird da irgendwie, das wird korrigiert. Und das ist Neid, das wird ein Sonderheft. Genau. Oh jetzt Gott, sind das wir am Ende. Auch nicht. Am Ende der Sendung, ja. Müssen wir Werbung für deine Sendung machen, Schillerstraße? Nein, läuft wie Bolle.
Schillerstraße läuft wie Bolle, aber wir können jeden Zuschauer brauchen, so sag ich das mal. Natürlich. Immer. Ja, ja, es lohnt sich auch. Es lohnt sich. Also die lohnt sich wirklich. Es ist lustig, es lohnt sich nicht viel im deutschen Fernsehen. Nein, muss man sagen, leider auch zu, die Qualität lest lieber ein gutes Buch, Leute. Ja, oder aber die Schillerstraße, und Harald Schmidt und Zimmerfrei. Ach, ja, und Zimmerfrei. Ja. Natürlich. Was ich früher gern gesehen habe, war Ran. Ja. Mit Wotzi. Willst du das vorlesen? Die Sendung, die jetzt kommt, sehr ernstes Thema. Nein, ich sag den Gast von morgen an, das ist ein Freund von mir. Ja, sag mal, ich bin gespannt, wie das Publikum reagiert. Also bitte, ne? Ich sag erst den Gast. Sag erst den Gast. Morgen, meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf den berühmten, den wunderbaren, den einzigartigen Freund von mir, Frank Plasberg. Du auch. Ja, sowieso. Und bis dahin, meine Damen und Herren, noch eine Dokumentation, die einen leicht anderen Charakter hatte als das, was Sie bisher gesehen haben. Aber schließlich haben wir heute Allerheiligen. Mein Tod gehört mir, eine Dokumentation zum Thema Sterbehilfe in Deutschland. Jetzt unmittelbar im Anschluss an unsere Sendung. Cordula. Ah. Tschö. Bis morgen Abend. Cordula Stratmann.